Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Ja, ich würde sagen, es ist langsamer Zeit. Da oben wartet Heldalf und hier unten warten wir. Wir machen uns jetzt auf in den letzten Kampf. Die Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Wir haben, fassen wir noch mal so zusammen, wir haben so gut wie optional eigentlich alles erledigt. Wir haben noch drei Sachen hier offen. Ich habe mal unter den Trophäen nachgeguckt und es scheint, dass es 8 Titel gibt. Und ich habe 7 gefunden. Und der 8. befindet sich nicht auf der Karte. Also ich habe hier so nachgeguckt. Habe hier nach diesen Schwertern auf der Karte geguckt und hier sind nur 7 abgebildet. Also ja. Irgendwo scheint noch ein Versteckter zu sein. So. Optionale Bosse haben wir noch einige offen, und zwar den Bruder von Edna, den wir nach dem finalen Boss mal versuchen werden. Entweder den oder den Finster-Turtles in der Cuts Corner. So, dann haben wir noch. Das war's. Ah, okay. Wir haben so gut wie alle Kugeln, nehme ich an. Außer die ganzen optionalen Klassen auch noch mal welche. Unsere KP sind so hoch wie möglich, nehme ich an. Wir müssen noch die God-Eater-Mission machen. Wird auch nach dem finalen Kampf gemacht. Aber jetzt würde ich sagen, ist es endlich Zeit, Heldalf den Hintern zu versohlen. Okay, jetzt sind wir bereit. Los geht's. Huha, huha, hu. Okay. Gut, ein paar Biscuits rollen und dann los. I'm out, fired up. Ja, und ich hoffe, jetzt kommt ja nicht nur so ein irrsinnig langes Gebiet. Und wir stehen jetzt hier direkt vorm Boss. Hier scheint niemand zu sein. Monolithen fehlen uns auch noch welche anscheinend. Es gibt eine Trophäe anscheinend, die, ich sag, kommt es mir so vor, natürlich voll viele Wörter heute doppelt benutzen. Ich habe in den Trophäen, ich habe mich so ein bisschen bei den Trophäen umgeschaut. Und da ist noch eine Trophäe für alle Monolithen. Das heißt also, wir haben noch nicht alle Monolithen. Also sonst hätte ich die Trophäe schon bekommen. Macht Sinn, ne? Hier ist nichts, oder? Würde ich so ein großes Gebiet hier hinklatschen, wenn hier nichts ist. Meine Güte. So, da haben wir den Schrein, an dem, ich glaube, ich weiß ja nicht genau, was da passiert ist, aber Mikleo oder Soray wurden irgendwie erstochen. Als Baby. Von ihren Eltern, von ihrem Vater. Dann ist Heldalf ja daraus geboren worden. Also ja, das ist dieses Gebiet, ne? Wir werden einfach dahin geballert. Gut. Los geht's. Finalkampf, Leute. Okay, allein schaffe ich das nämlich nicht. みんな決着をつけよ。全てに。行こう。いや。2人ともカムラに入ってから一度もおじいちゃんの話しなかったわね。前代様に危害を加えるのは無意味だと彼の者へ示しているので。ビビってるように見えたぜ俺はよ。あれじゃ自分らの弱点を認めてるようなもんだ。 行こう。 So. Geht's denn noch weiter? Okay, das sieht doch schon nach letzter Raum aus, letzte Station. Los, noch einige letzten Worte. Das ist die finale Schlacht. Ist eigentlich so melodramatisch in Ordnung. Wir werden das gemeinsam durchstehen, so wie wir alle anderen Male davor auch. Hörst du? Ja. Was erwarte ich? Ich erwarte ein mindestens 2 Phasen langen Kampf, weil mir ist aufgefallen, Tales of Final Bosse sind meistens immer so nur 2 Phasen lang. Also ja, damit rechne ich. Aber mal schauen. Oh. So, Heldalf, muss echt stinken, du zu sein. Jetzt kommen wir nämlich.
Und da ist er auch direkt.決着の時だ。苦しみと共に生きねばならぬ世界。全てのものはこれからの解放を望んでいるのは明白。何故それに抗う？どうしよう。確かにお前の目指す世界では苦しみから逃れられるかもしれない。けどやっぱ違うと思う。 僕らは苦しみから目を背けたくない。辛いことがあるから楽しいことを実感できるのですわ。だね。私らは生きてるって感じたいんだ。苦しみに抗うことでのみ得られる安寧。そんなものを世界が享受するはずもあるまい。別に逃げるのが悪いってわけじゃないわ。俺らがそうしねえってだけじゃ。 わしは自然の摂理を語っているのだ。摂理に従うのが生きることだっていうのか。無論のことよ。違う。それは死んでないだけだ。それがどれだけ苦しいことか、お前は知ってるはずだ。最後にもう一度問う。同志スレイ。わしに下れ。断る。 Oh, komm her. Hellife 104. Immer noch so stark wie vorher. Okay. Vorsichtig, jeder seine Angriff kann tödlich sein. Wir schaffen das, wenn wir zusammenarbeiten. Alle müssen helfen und sich gegenseitig bei den Kombos unterstützen. Nicht gleich eure gesamten Kräfte ein, sonst haben wir nichts mehr für die Notfälle übrig. Aber nutzt genug Kraft, um nicht zu sterben. Mist, das wird schwierig. Okay. Schon mal Edna rein. Also einfach auf ihn draufhauen? Okay, das kann ich. Sag mir nicht, du bist schwächer als die optionalen Bosse, ja. Wow, hast du gerade ein... Was hat Kamehameha gemacht? Du machst jetzt auch schon wieder einen auf... Ich gehe nur auf anderen Charaktere los, ne? Woher kommt dieser Geistesblitz? Ja, gut. Hab's dann noch irgendein paar blöde Sprüche hier reißen im letzten Kampf. Kannst du mal auf mich gehen? Du willst auf mich? Ich bin der Iata, hallo? Muss auch schon mal auf mich losgehen, Kollege. Ja, voll blöd. Hat sogar der letzte Boss mich ignoriert. Oder bilde ich mir das hier echt nur ein? Ui. Oya dake wa stereranu ka. Ika ni seichou shiyou to sore ga kisama no genkai yo. Slay! Jeez. Nandatte? クロになら Oh Mann. Hör dir mal auf, wenn immer das Team zu ändern. Ich will Edna dabei haben, die kann heilen. Oh.
Ah, jetzt geht's auf mich los, gut. Sind ganz anfällig. Das läuft aber noch. Weil wir sind immer fast tot durch seine Angriffe, aber ist noch nichts Lebensgefährliches hier. Wahrscheinlich legt er jetzt gleich erst richtig los. Oder jetzt kommt nur eine zweite Phase, irgendwie sowas. Da glaube ich sowieso. Oh ja. Mit meiner neuen Mystikart gegen die Schein. Vielleicht. Au. Oh Gott. Ups. Bleibt hier. Mach mal in den. Ich schmeiß Zeug auf dich. Oh, der Kampf ist jetzt viel einfacher. Sorgt dafür. Komm mal her. Oh, der Feuerball von Layla. Sehr gut. War ein paar gute Treffer. Oh nee, schon wieder. 18.000. Natürlich. Hier geblieben. Ja, gut. So, setz jetzt bitte nicht die ganze Zeit deine Mystik gerade ein. Das wäre ein bisschen unfair. Ja, ich muss nur diesen Feuerangriff ausweichen, ne? Komm schon, fuck. Okay, schon tot. Was? Wir waren mitten im Gespräch. だけは私を憎んでもいい。今だけは私に任せて。どうせ。たまにか。何か方法がある。自ら それ、これは。これだけは。 Aber die Sonnenbrille ist abgeputzt. この心の痛みは忘れない。わあ。ねえ。え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 え。
So, Mann. Tut er sich amortisieren mit denen? What? Gott, hör mal auf, jedes Mal das Team zu wechseln. Vor allem Edna und Savit kommen gar nicht in den Cutscenes vor. Die werden vollkommen ignoriert. Mann. Okay, das ist er. Er hat zwar nicht viele Angriffspunkte, aber wenn wir den Großen sehen, sollten wir uns amortisieren und Siegfried nutzen, um das zu tun, was zu tun ist. Ich bin an eurer Seite, Leute. Egal, was er versucht. Ich werde alles in meiner Macht stehen tun, um ihn aufzuhalten. Oh, what? Keine Ahnung. Ich gehe auf die Hände los. Nehme ich an. Au. Bitte mach nicht so viel Schaden. Teilen sich aber die AP, okay. Die Hände werden ja nicht umsonst hier sein, deswegen nehme ich mal an, die muss ich vielleicht auch irgendwie kaputt hauen. Na toll, Leila ist schon weg. Okay, ich mach mal. Ja, ich bin mit Zabet verbunden. Ich wollte ein bisschen Screentime geben. Nehme ich an. Ich hab einfach amortisiert. Okay, dann gehe ich eben auf dein Gesicht los. Weiß nicht, was bringt, deine Hände anzugreifen. Habe ich jetzt Siegfried als Mystikart? Nein. Oder? Nö. Halt dich hoch. Also gleich die anderen die mich einsetzen, die ein bisschen mehr heilen. Und geil, gut gemacht, los. So, halt dich hoch. So. Werf mal deine Hand an. Okay, du machst irgendwas. Greif dich mal an. Ja, macht doch jetzt irgendwas. Naja. Einmal. Oh, Zabet ist weg. Ja, okay. Ist ja richtig geil. Okay, so alle 70.000 oder so. Nehme ich an. Ich sehe schon, wie das hinführt. Rose hat 10 SA. Was? Nein, ich wollte gerade machen, nach ihre Mystikart einsetzen. So, ich greife mal deine Hände an. Autsch. Ja, was mache ich hier eigentlich? Ich habe auch 10. Na? Ich hoffe, ich brauche dafür keine SA, ne? Kannst du mich mal meine Dings einsetzen lassen? Der greift mich hier die ganze Zeit an, wie blöd. So, komm her. Ich lasse jetzt das Edna einsetzen, würde ich sagen.
bist echt dauernd am Verrecken. Vielleicht, wenn ich mich so rechts hinstelle, kann ich alle drei treffen. Nee, schade. Ich dachte, ich würde dann alle drei so treffen. Wird wohl irgendeinen Sinn haben, die Arme anzugreifen. Will nicht wissen, was passiert, wenn das Ding durchkommt. Komm her. Ultimativer Wasserbezwinger. Buff. Da sind noch Leila und Edna übrig, ne? Ja. Ja, machen wir halt mal so. Ja, alle 70.000. Noch mal ein bisschen Rose steuern. Sie wird ja wohl auch Siegfried einsetzen können, oder? Ja. Kennst du den hier schon? Uff. Ich will mal rechtzeitig abwehren am Stück für. Ich bin jetzt noch relativ easy, muss ich sagen. Und das sieht schon hier so nach allerletzter Kampf aus. Also, wir haben gleich nur noch einen Seraphen. Und gleich wieder, okay. Okay. Ich will eigentlich mit Edna als letztes machen. Super. Also jetzt ist Edna weg. Aber es ging nicht mit Rose. Ah, schade. Na gut, komm her. Komm mal dem so. Ist doch egal. Oh, was? Ach ja, Rose, du kannst nicht geil werden, weil du müde bist, ne? Ja. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat, die Hände anzugreifen. Ha. Wie soll ich sie denn jetzt bitte schon retten? Also so keine Dingens, ich sag für. Ja, du wirst schon wieder auf einer kaputt. Also, komm her. Okay, setz halt ein bisschen früher ein als sonst. Komm her. Ach, sogar mit Cutscene. Okay, dann würde ich sagen, ich mache mal hier passend einen Schnitt und wir sehen uns dann wahrscheinlich im Ending in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.